Und damit hallo und herzlich willkommen. Und vielleicht kann man es erkennen, es geht heute um Fußball. Es geht um die Regionalliga Nordost, denn die beginnt am Wochenende. Nicht nur die zweite, nicht nur die dritte Liga, sondern auch die vierte Liga. Wir haben uns heute umgeschaut bei Viktoria Berlin, eine Mannschaft, die einen neuen Trainer hat, einen neuen Co-Trainer und auch das ein oder andere neue Gesicht auf dem Spielfeld. Zunächst schauen wir uns aber erst einmal an, wie das Trainingsspiel gegen Tennis Borussia Berlin aussah. Gastfreundschaft wird bei Viktoria Berlin natürlich groß geschrieben. Der neue Coach des Viertligisten hingegen scheint kein Mann für längere Sitzaufenthalte zu sein. Seit dieser Spielzeit lenkt Robert Jaspers die Geschicke an der Seitenlinie. Der ehemalige Co-Trainer der südkoreanischen Nationalmannschaft wechselte vor der Spielzeit von der zweiten Mannschaft von Union Berlin zu Viktoria. Die größte Herausforderung des einstigen Weltenbummlers besteht nun darin, ein neues Team zu formieren. Eine erste Chance seiner Mannschaft, die vor der Spielzeit 11 Abgänge und 10 Neuverpflichtungen zu verzeichnen hatte, entsteht zunächst aus einem zu kurzen Eckball. Der zweite Versuch endet dann aber bei DBs Torhüter. Auf der anderen Seite kann sich Viktorias Keeper auszeichnen, der den fulminanten Distanzschuss zur Ecke klärt. Der erste Treffer fällt per Handelfmeter. Maximilian Watzka, bester Torschütze der vergangenen Spielzeit, verwandelt den Strafstoß sicher. Auch im zweiten Durchgang neutralisieren sich beide Teams weitestgehend. Der zweite Treffer von Viktoria Berlin fällt kurz vor Ende der Partie. Der Torschütze ist wieder Maximilian Watzka, der den Abpraller zum Endstand verwertet. Ein Test, mit dem beide Teams wohl letztlich zufrieden sein können. Der neue Trainer von Viktoria Berlin steht bei mir und eine Sache habe ich eben schon gelernt, es geht ihnen immer ums Gewinnen. Deswegen 2:0 heute gegen TB gewonnen. Wie froh sind Sie über dieses Ergebnis? Welche Dinge waren gut und an welchen Sachen sollte man vielleicht noch ein bisschen arbeiten aus Ihrer Sicht? Ja, jedes Spiel bringt natürlich seine Erkenntnisse, auch dieses Spiel heute. Und für mich ist es immer wichtig, ein Spiel zu gewinnen, selbstverständlich. Auch gegen einen relativ starken Oberligisten heute bei Tennis Borussia hat eine sehr ordentliche Mannschaft hier aufgeboten und wir hatten etwas mehr Mühe, als ich eigentlich gedacht habe. Aber im Großen und Ganzen bin ich zufrieden. Solche Testspiele dienen natürlich auch ein bisschen dem Zusammenspiel, dass man die einzelne Mannschaft zeigt, dass die ein bisschen besser lernen, miteinander Fußball zu spielen. Und das andere ist eben, dass wir ohne Verletzungen durchgekommen sind, keine gravierenden. Also der Zingo ist leicht verletzt und Lensinger auch, aber keine gravierenden Verletzungen. Und das ist für mich immer ganz wichtig. Jetzt sind Sie neu bei Viktoria Berlin. Wann gab es den ersten Kontakt? Und als man sich unterhalten hat, wurde da auch schon über Zielsetzungen, über kurzfristige und langfristige Ziele gesprochen. Den ersten Kontakt weiß ich jetzt auch nicht mehr ganz genau. Ich glaube, es waren 6 Wochen, sind die, sage ich, 7 Wochen her. Sicherlich hat man über Zielsetzung gesprochen. Wir haben grundlegend vieles erneuert hier in dieser Mannschaft und wir werden natürlich hier noch ein wenig Zeit brauchen der Konsolidierung, bis wir das umsetzen können, was ich mir vorstelle. Aber die Zeit wird mir auch gegeben und das ist auch wichtig. Haben Sie schon Saisonziel benannt und wenn ja, wie sieht das aus? Ja, ich könnte es mir leicht machen und sagen, also besser zu sein als im letzten Jahr, aber das so einfach werde ich es nicht machen. Ich glaube einfach, dass in unserer Mannschaft noch viel Potenzial steckt. Wir haben viele junge Spieler, die werden noch sich etwas entwickeln müssen die nächsten Wochen und Monate. Dennoch glaube ich daran, dass wir im einstelligen Tabellenplatzbereich landen können. Wie schätzen Sie generell die Liga ein und die anderen Teams aus Berlin? Naja, die ist sehr ausgeglichen, das muss man wissen. Also die Aufsteiger kenne ich nicht gut genug, aber diese Liga ist sehr ausgeglichen. Da kann eigentlich jeder jeden schlagen. Das kommt immer auf die Tagesform drauf an, das weiß ich. Und deswegen mache ich mir nicht allzu viele Gedanken. Sie haben heute nicht so viel gewechselt. Liegt das daran, dass Sie schon ungefähr wissen, wer dann am Sonntag spielen wird? Oder kann es da auch noch die eine oder andere Überraschung geben? Es gibt mit Sicherheit die eine oder andere Überraschung. Ich habe nicht viel gewechselt, weil ich einfach auch mal einigen Spielern ein bisschen längere Zeit geben wollte. Ich habe in der Vergangenheit öfter mal gewechselt, aber es geht auch darum, dass man eben diese Standfestigkeit für 90 Minuten hat und nicht einfach sagt, naja, nach 45 Minuten wechseln wir immer permanent. Und heute waren schon eher die Spieler auf dem Feld, die zukünftig auch eher eine Rolle spielen werden. Das ist richtig. Abschließend die Frage, Sie haben einen sehr interessanten Lebenslauf und haben sehr interessante Trainerstationen schon gehabt, beispielsweise zusammen mit Pierlet Barski oder auch die südkoreanische Nationalmannschaft als Co-Trainer mitbetreut. Inwieweit nimmt man da aus jeder Station auch ein Stück weit was mit?
Ach, da nimmt man immer was mit. Ich kann auch jedem jungen Trainer auch empfehlen, mal Deutschland zu verlassen, mal andere Kulturen kennenzulernen, andere Spielweisen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich habe viel mitgenommen auf allen Stationen, egal ob das im Libanon, im Iran war, ob das Nationalmannschaft Südkorea oder auch beim MSV Duisburg. Es waren etliche Stationen, aber mit jeder Station lernt man natürlich eine Menge dazu. Bedanke ich mich, wünsche Ihnen ganz, ganz viel Glück für die Spielzeit, für den Auftakt am Sonntag. Und wir wollen jetzt auch mit einem jungen Trainer sprechen, beziehungsweise mit dem Co-Trainer. Der Co-Trainer von Viktoria steht neben mir und auch an ihn als allererstes die Frage: Erkenntnisse, positive und vielleicht auch Dinge, die man noch lernen muss aus dem heutigen Spiel gegen TB Berlin. Ja, man nimmt aus dem Spiel natürlich immer viel mit. Wir haben viel Positives gesehen, aber auch viel Negatives oder was wir besser machen wollen. Und da sind auch unsere nächsten Trainingsansätze. Jetzt ist es natürlich eine Mannschaft, die ein Stück weit auch neu zusammengewürfelt worden ist. Neuzugänge, neuer Trainer, neues Trainerteam. Trotz alledem wird man sich ja im Vorfeld eine Idee überlegt haben, wie man Fußball spielen möchte. Wie sieht die aus? Ja, Sie haben schon richtig gesagt, Fußball spielen. Also wir möchten den Ball laufen lassen, möchten den nicht unüberlegt rausdreschen. Natürlich muss es auch manchmal sein, aber in erster Linie wollen wir die ballbesitzende Mannschaft sein, den Ball haben, weil im Ballbesitz macht Fußballspielen viel mehr Spaß und so wollen wir natürlich die Spiele gewinnen. Jetzt sind Sie ja in Ihrer Tätigkeit noch ein recht junger Co-Trainer. Würden Sie auch sagen, dass Sie so ein Stück weit ein Bindeglied zwischen dem Trainer und dem Team sind? Ja, das ist ja quasi die Aufgabe des Co-Trainers, dass der zwischen dem Team und dem Cheftrainer steht. Und ich glaube, die Aufgabe kann ich ganz gut ausfüllen, weil ich noch vor gewisser Zeit aktiv war und mich aber schon mit dem Trainerjob befasst habe. Und jetzt stehe ich genau dazwischen und die Aufgabe gefällt mir eigentlich sehr gut momentan. Wie kam es ganz genau zu Ihrer Tätigkeit bei Viktoria? Ja, also ich habe einen Job gesucht. Ich habe mit dem aktiven Fußball aufgehört und wollte im Fußballbereich bleiben. Mir war schon vor ein paar Jahren klar, dass ich irgendwann mal einen Trainerschein machen werde. Und ja, dann kam es dazu, dass ich wusste, dass da eine Stelle frei ist. Dann habe ich über einen Uriah Wuttke mit dem Robert Jaspert Kontakt aufgenommen. Dann haben wir schnell zueinander gefunden und ja, so sind wir zueinander gekommen. Das ist ja, wenn man sich seinen Lebenslauf durchliest, durchaus ein sehr faszinierender Mensch, der ja auch viel im Ausland tätig war. Wussten Sie das vorher und in diesen Gesprächen war es dann so, dass Sie dann auch relativ schnell gemerkt haben, dass das so eine Fußballphilosophie ist, die man hat? Ja, wir haben sehr schnell gemerkt, dass wir gut zueinander passen, was den Trainerbereich angeht. Und ich habe mir seinen Lebenslauf natürlich vorher angeschaut und ja, er ist sehr viel rumgekommen, hat sehr viel Erfahrung gesammelt. Und davon darf ich jetzt profitieren und saug natürlich so viel wie möglich davon auf. Ganz kurz noch, eigenes Saisonziel und wie schätzen Sie die anderen Berliner Teams in der Liga ein? Ich sehe die Liga eigentlich so, dass jeder jeden schlagen kann. Also natürlich werden ein, zwei hervorstechen, wie letztes Jahr auch mit Magdeburg, die jetzt den Aufstieg in die dritte Liga geschafft haben. Aber wir wollen im Mittelfeld landen, also besser als letztes Jahr abschneiden und alles andere wird sich zeigen. Abschließende Frage, ich muss sie stellen, natürlich. Hertha BSC landet wo? Die Profimannschaft oder die U23? Die Profimannschaft. Die landet auf dem einstelligen Tabellenplatz diesmal mit dem Trainer Pal Dardai. Bedanke ich mich für das Gespräch, wünsche alles Gute für die Saison und wir wollen gleich mit einem weiteren Neuzugang sprechen, der auch zuvor in der Zweitmannschaft von Union gespielt hat. David Heuwitz steht neben mir, auch ein neues Gesicht bei Viktoria, und auch an dich die Frage, was war für dich ausschlaggebend für den Wechsel zu Viktoria? Naja, mit unserem Trainer Robert Jaspert ist ja mein alter Trainer hierher gekommen und es war eigentlich eine ganz klare Entscheidung, dann damit zu gehen in Berlin zu Hause und dann war die Entscheidung nicht schwer. Welche Erkenntnisse hast du aus dem Spiel heute gezogen? Ja, es war ein hartes Spiel. TB ist eine spielstarke Mannschaft. Das wussten wir vorher. Die klein, flink, schnell. Ja, war ein zähes Spiel. Wir sind zum Anfang ein bisschen spät in den Zweikämpfe gekommen. Aber letztendlich glaube ich doch, dass wir dann verdient 2-0 gewonnen haben. Und ja, jetzt schauen wir mal, wie es dann nächste Woche wird. Hoffentlich genauso. Jetzt beginnt die Liga. Was glaubst du, was ist euer Ziel? Was muss euer Ziel sein? Und was möchtest du ganz persönlich in dieser Spielzeit erreichen? Also erstmal müssen wir schauen. Wir sind eine komplett neue Mannschaft. Natürlich will man immer gewinnen. Aber man muss auch realistisch bleiben. Wir müssen uns erstmal, wenn wir richtig eingespielt sind und ein bisschen zusammen sind, dann sind wir eine echt gute Truppe. Und dann kann man sehen, mal sehen, wie weit es dann nach oben geht und so. Klar, gibt's die Favoriten, erzählen wir jetzt vielleicht noch nicht dazu, aber mal schauen.
wenn es dann richtig läuft, glaube ich schon, dass wir oben dabei sein können. Und persönlich, ja, mal sehen, wo ich spiele. Zu Beginn habe ich heute in der Innenverteidigung gespielt, dann später im Mittelfeld. Mal sehen, im Mittelfeld, dann traue ich mir schon ein paar Türchen zu. Hinten will ich dann klar zu Null spielen. Und sonst, ja, hoffentlich eine gute Saison. Du hast ein paar Stichworte vorgelegt. Wir beginnen mit dem letzten. Wo würdest du denn lieber spielen, wenn du es dir auch so dürftest? Und die Antwort, ich spiele da, wo der Trainer es sagt, nehmen wir jetzt mal raus. Ja, ich glaube schon, dass ich stärker im Mittelfeld bin. In der Innenverteidigung bin ich jetzt nicht, ich lebe eigentlich so von meiner Ausdauer, nicht so schnell von meiner Sprintfähigkeit. Und ich glaube, da bin ich dann im Mittelfeld ein bisschen besser aufgehoben. Aber wenn es dann halt hinten ist, ist es auch in Ordnung. Du hast Favoriten gesagt, ihr zählt vielleicht nicht ganz dazu. Wen würdest du in dieser Liga als Favoriten benennen und wie schätzt du die anderen Berliner Clubs ein? Ich glaube allgemein, die Berliner Clubs werden schon eine gute Rolle spielen. Favoriten, Dynamo zähle ich schon dazu, Zwickau, Jena, die sind immer dabei. Und dann mal sehen, vielleicht kommt schon eine Wundertüte und vielleicht sind wir auch dabei dann schon. Nimmt man das wahr, was bei den anderen Berliner Vereinen im Sommer passiert, mit Trainerwechsel, mit Spielern, die geholt werden, oder lässt man das nicht so ganz an sich ran? Doch, man kriegt da eigentlich alles mit. Man kennt die Leute, man kennt die Spieler, also man guckt da auch schon genau hin, wer, wo, also man weiß eigentlich fast alles so. Man wird auch selber von dem Verein angesprochen und deswegen, man kriegt es schon mit. Bedanke ich mich für das Gespräch. Viel Glück für den Saisonstart am Sonntag gegen Babelsberg. Ich glaube, am wichtigsten ist verletzungsfrei durchkommen durch die Saison. Das war das Thema des Tages bei Viktoria Berlin.